was ist denn das? Bitte, die ganze Zeit geht's gerade die Straße und dann auf einmal zack um. So einfahren? Sicher, nächste Scheißidee. Die Straßen hat der Hitler gebaut. Ja, es war nicht alles gut, was er gemacht hat. Es war ein Scherz. Sehr lustig. Weißt du, dass der eigentlich schuld ist, dass sie so viel nach der Disco einbauen? Ja, vielleicht aber auch der Alkohol. Schau auf die Straßen, ich hab dir immer gesagt, das ist am Arsch der Welt. Das ist jetzt aber eher der Enddarm. Da muss echt was passieren, Barbie. Die Reserven sind definitiv am Ende. Die Bank spuckt bald nichts mehr. Ja, dein Papa schaut so auch schlecht aus. Thailand kannst du vergessen. Ich mach das schon. Was machst du? Ich mach einen Plan. Einen Plan? Mhm. Für Geschichte. Ich hab mir das schon angeschaut, das ist ein Kinderspiel. Vor was redst du bitte? Die Volksbank gibt zurück, was dem Volke gehört. Ein bisschen Steppers? Was? Das ist in 2 Minuten erledigt und das reicht locker fürs ganze Jahr. Du willst mir Bank überfahren, sag mal, bist du irgendwo angerannt? Ein Heimspiel quasi. 7, 8 weh. Komm erst, wir haben nur gehalten. 5 Minuten. Halten und parken verboten. Ja, und was ist mit denen? Es ist nicht gut, sich immer an den anderen zu orientieren. Bist du heute in der Früh irgendwo angerannt, Provinzkottern? Hörst jetzt, pass einmal auf, Mudl. Wenn du dich spürst, dann zeige ich dir unsere schwedischen Gardinen. Hast du die berühmten Waldviertler-Gitter? Keine Gitter. Weil keine Fenster. Lustig. 100 Euro. 100 Euro? Hör auf, Seid ihr steppert? Hör auf. Mama, warum nimmst du nicht die Kaffeemaschine, die ich dir geschenkt habe? Ja, Papa schmeckt halt der mehr. Ja, ist auch viel gesünder, der 1 Liter Kaffee. Und? Sie studieren in der Stadt? Ja, die Barbie und ich haben uns auf der Uni getroffen. Deutsch? Was? Sie studieren Deutsch? Ja, der Ronny, der liegt in der Mindestzeit, gell? Ja, sicher. So viel Zeit muss sein, ne? So, sehen Sie, das war's. Ja, was heißt das jetzt? Finito, aus dem Aus. Wir können uns nicht einmal einen Schlecker kaufen. Scheiße, jetzt muss ich doch beim Papa arbeiten. Außer du sagst deinen Job. Ja, sicher. Bist du deppert? Ihr wirst jetzt in der Volksbank entführen, oder was? Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Und? Wie war's? Wir fladern den depperten Kieber in das Auto, dann können sie uns nicht nachfahren. Da habe ich gleich ein gutes Gefühl. Ja, du hast dich ja bei der Tankstelle angeschissen. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Ja, aber das ist was anderes. Das ist die Bank meiner Eltern. Hm. Die wohnen da. Du bist jetzt endlich erwachsen. Indem, dass ich die Bank meiner Eltern überfahre? Ja, dann nimm's halt als eine Art Abnabelung, die stattfinden muss. Und zwar jetzt. Schaust wirklich aus der Schule an aus. Tönt dir das an? Ich brauch keine hintergründige Erotik. Was machst du denn da? Ich denk nur. Ist das meine Bank? Ich hab gesagt, ich denk nur. Nicht einmal denken, haben wir gesagt. Glaubst du echt, dass der wegen dem Aufzug an Marie umreibt, oder was? Lenk nicht an und vergiss nicht, was wir uns ausgemacht haben. Sicher. Ich muss jetzt hin. So ein Scheiß. Das soll ich sein. Ernst, das ist kein Porträt. Offensichtlich hat man hier Probleme, das Wesen eines Phantombilds zu verstehen. Das war die Nachbarin von der Babs. Berner. Heidrun Berner. Ich hab's gewusst, die Funsen. Ich hab nicht gesagt, dass sie das war. Sondern nur, dass das der Name der Nachbarin ist. Wo waren Sie gestern? Zwischen 14 und 15 Uhr? Unterwegs. Irgendwie ist man das immer, oder? Wären wir jetzt philosophisch. Sehr gut. Und kein Alibi. Aber ich weiß nicht. Bleiben Sie in Braunschlag und erreichbar. Klingt super. Sie sind ein Philosoph, oder was? Das sind meine Chic. Sag's mal. Für was sitzen Sie eigentlich? Ich sitz nicht. Die Frau hat glaubt, die hat die Bank überfallen. Ah, haben wir? Ist das jetzt wurscht oder wurscht? Na, es wäre interessant zu wissen, ob Sie in die Zeit im Keller aufs Gefängnis anrechnen. Sind Sie eigentlich völlig deppert? Ganz ruhig, psst. Geht cool. Nur nicht den Humor verlieren. Schau, Giftgrün, urgeil. Scheiß, kannst du am Essen nicht anziehen? Ich möchte gern gehen. Okay, bitte such dir irgendwas aus. Schau dir mal um. Ich will aber nix. Schau, das ist nicht so schlecht, oder? Das ist wirklich nicht so schlecht. Wo ist denn jetzt auf einmal Geld her? Die Tante hat überwiesen. Welche Tante? Tante Elvira. Genau, die reiche Tante Elvira, wer es glaubt. Ja, die ist reich, die ist urreich. Weißt du, was die macht? Die macht diese Plastikstangen für den Kaffee zum Moment. Urviel Geld. Urviel Geld halt. Du glaubst nicht, ich bin deppert, oder? Du hast die Bank überfallen, du Arsch! Bist du?
Hast du uns hingeschissen oder was? Vierte! Das gibt's nicht. Ich war das nicht. Ja, genau, es war ein blöder Zufall. Ja, oder? Ja, Zufälle sind meistens blöd, sonst waren das keine Zufälle, oder? Ich schwöre, dass es nicht war. Auf was müssen du schwören? Dann klauen wir das doch einfach. Das ist eine gute Laune und alles, glaub ich, war eine gute Laune. Ich glaub, es ist steigt die Laune, wenn du mir deppernde Volksbank im Braunschlag überfallst, oder was? Deine Schau. Was heißt meine Schau? Steig aus. Steig sofort aus dem Auto aus. Steig aus! Das ist mein Auto! Machst du jetzt aus? Hallo, schaust du mich bitte an? Okay, okay, das reicht. Weißt du was? Weißt du was? Da schau her. Da schau her. Weißt du was? Geh in Arsch, du undankbare Fut!